So, wir fangen ja mal eine Runde an. Hier noch Whiplash eine Runde. Dann machen wir nochmal kurz Pause und schauen wir mal, ob wir montags mal dahin kriegen. Whiplash. Hey there, Schmitty's the name, Whiplash is the game. Okay, did everyone turn in their permission slips? No? Yeah, whatever. Let's go. So, ja, müssen wir Whiplash ein bisschen. Runde 1. This is round 1. You'll see two prompts on your device. Answer them any way you want. Each answer will go up against someone else's answer, and everyone will vote on which they like most. It's simple. You score based on the percentage of players who like your answer. Plus, there are winner's bonuses at stake. Go! So, dann schauen wir mal. 90 Sekunden auf der Zeit. Gaudiman, letzte Runde hier. Ja, schauen wir doch danach, dass wir was anderes machen, nach der Runde hier auch. Aber erstmal jetzt noch alle in die Tasten hauen. Seid mal besonders lustig jetzt in der letzten Runde für Gaudiman. Okay, here we go. Ich habe auch verkackt, bei mir hat er den letzten Buchstaben gelöscht. Warum auch immer. Okay. Es ist schlimm, in einer langen Schlange anzustehen, aber es ist viel schlimmer, in einer langen Schlange anzustehen für Folgendes. Ein Justin Bieber-Konzert oder Karussellfahrt deines kleinen Bruders? Achso, für den kleinen Bruder? Ja, ihr Mensch. Dragas zweite Frage war blöd. Ja, manchmal ist das so, ne? Dann schauen wir mal. Die Karussellfahrt gewinnt. Coming up next, the worst job title that starts with assistant. Die schlechteste Jobbezeichnung mit dem Wort Assistent, Police Model Assistent oder Erektionsassistent. Ja, dann mal rein, ne? Ich brauche hier ein bisschen Assistenz, Leute. Mal ein bisschen helfen hier, Leute. Next up. Ich konnte schon lesen. Ich dachte nur so, hört sich's besser an, du. Ja. Blöde Sau! It's voting time. Etwas witzig ist, dass man seinem klugen alten Mann auf die Spitze eines Berges fragt. Bist du schon lange alt? Wie bin ich hierher gekommen? Haben die dann Altenheim auf dem Berg? Wie kommt der alte Mann da hoch? Warum ist ein alter Mann oben auf dem Berg? Hilft dem mal wer? Können wir einen Rettungshubschrauber beantragen? Und soll ich dir wieder runterhelfen? Das wäre nett. Das hat ihn seit 1000 Jahren keiner gefragt. Der Quiplish-Killer schlägt wieder zu. Sind sie öfter hier? And next, come up with a name for a sitcom about a bunch of wacky. Ja, ich kenne den weisen Mensch. Musst du jetzt hier die ganze Zeit so aggressiv sein? Was soll denn das? Time to vote. Erfinde einen Namen für eine Sitcom über bekloppte Nonnen. None of your business oder Nonnen und Ton. Draga ist der Quiplash-Killer.
Danke, Draga. Das ist jetzt neu, das neue Danke Merkel. Das ist Danke, Draga. Ich schicke euch bald mal die Postanschrift. Ach nee, dann kommen bei mir die Briefe. Habe ich keine Lust. Nee, schicke ich euch nicht. Dann könnt ihr die Beschwerdebriefe irgendwie ins Postfach werfen. Sven ist der Quiplash-Killer. Next in line, the worst thing for an evil witch to turn you into. Das Schlechteste, worin eine Hexe einen verwandeln könnte, in einen Kerl oder in Till Schweiger und Justin Bieber. Ah, zweiteres ist richtig schrecklich. Das sind zwei Personen, die man nicht mag, und da muss man auch noch zwei Personen gleichzeitig sein. Das ist schon gar nicht so einfach. In den Kerl, was soll denn daran so schlimm sein, ja. Ich meine, man kriegt kein Free Twitch Money mehr, ne? Haha, wie lustig. Draga ist der Quiplash-Killer. Draga, du musst einfach mal aufhören, der Quiplash-Killer zu sein. The name of a hairstyle that will never catch on. It's voting time. Der Name einer Frisur, welche niemals erfolgreich sein wird. Der Sackhaarzopf oder Poop auf dem Kopf. Beides nicht schön. Das zweite ist doch die Frisur von Jimmy Neutron, oder? Ja, der Gaudi-Mann ist wieder horny on main. Auch Männer können Röcke tragen, vor allem in Schottland. Rabenfell ist der Quiplash-Killer. Und ich hätte die Punkte alle gekriegt, hätte ich mich nicht vertippt. Ja, ui, Hände. Okay, next one. The name that cavemen probably gave to diarrhea. Vote on your devices. Wie haben Höhlenmenschen Durchfall genannt? Uga Uga Bäh Bäh Pfff oder Plump Unga? Ach, so rede ich jeden Tag im Mathestudium. Gaudiman Nap-Nap ist nicht cool. Na gut, wenn du sie cool findest, Nap-Nap ist cool. Gaudiman macht hier die richtigen Geräusche. So rede ich auch zu Hause, ja? Zu Hause rede ich auch gerne über Mathe. Gaudiman sehr erzürnt, der bannt mich gleich aus meinem eigenen Stream. Dürüm. That's the end of round one. Let's take a look at the scores. Schauen wir mal, wie es aussieht. Die Runde war ein bisschen wild. Hey! Skyrider führt. Danke, Audience. Danke, Merkel. Bei dem Video hat Nap-Nap auf dem Tisch. And that means all points are doubled. So, Runde 2. Jetzt wird's interessant. Doppelte Punkte. Runde 2 ist, glaube ich, so die wichtigste Runde, habe ich das Gefühl. Runde 3 gibt's gar nicht mehr so viele Punkte. Runde 2 gibt's die meisten Punkte. Also jetzt zwei Fragen. Haut rein, Leute. Der Gaudi-Mann hatte seine letzte Runde, jetzt müssen wir alle nochmal besonders witzig für ihn sein. So, 45 Sekunden habt ihr noch. Ich und Draga sind schon fertig, die anderen nicht. Du hast nichts verpasst, glaube ich. Wir sind jetzt in Runde 2. Alle nochmal lustig sein jetzt. 30 Sekunden habt ihr noch. Haut eure Antworten raus. Gaudiman, Rabenfell haben es geschafft. Drei Leute überlegen noch. Sven hat es geschafft. Los, ihr zwei. Haut rein. Wir wollen nicht schon wieder Freipunkte vergeben. Die kriegt dann am Ende wieder der Gaudi-Mann und der gewinnt dann einfach wieder. Nili hat's geschafft, los jetzt! Wer fehlt da noch? Skyrider. Let's start this show. Gut, hätten wir das. Prompt is the biggest secret the government keeps. Okay, pick your favorite.
Das größte Geheimnis der Regierung. Merkels Reptiloidenraute oder der Bau der Säureminen. Erst, das ist ja wohl kein Geheimnis. Das ist ja allgemeinhin bekannt. Wissen wir doch alle, dass sie die haben. Mach die Raute, Merkel. Rautenpower. Ja, wir haben den Quiplash kaputt gemacht. Draga ist der Quiplash-Killer. Wenn Draga so weitermacht, gibt es halt keinen Quiplash mehr. Außer für sie, weil dann ist sie ja dran und dann kann sie nicht dagegen voten. Next one. An obscure Surgeon General warning that most people don't know about. Smoking may cause blank. Time to vote. Ein kaum bekannter Warnhinweis auf Tabakprodukten. Rauchen kann Sparta rufen oder Rauchen kann schwanger machen. Ich habe neulich eine Werbung gesehen, wo irgendwie der Penis gefehlt hat dann bei einem. Also der war komplett weg auf so einer Zigarettenpackung. Die war neu, die Werbung. Das sah richtig dumm aus. Die haben jetzt neue Bilder. Am besten ist ja der eine Typ, der da so depressiv auf dem Bett liegt und der so falsch rum und dann so, ich kann gar nicht mehr masturbieren. Ich habe mir so viel geraucht. Dann rauchst du erstmal eine. Das ist ja auch okay. Ich glaube, das ist ein Quiplash, weil irgendwie Sparta rufen, ich weiß nicht. Nee, das hat nicht so viel Sinn gemacht. Kriegst du wenn das mal Quiplash. Quiplash. Next in line. The best thing about going to prison. Das Beste daran, ins Gefängnis zu gehen, die Seife fallen zu lassen, oder ist kostenlos. Ja, bei Monopoly ist es wirklich kostenlos und dann kommst du auf die Hotelfelder nicht, wenn du im Gefängnis bist. Am Ende willst du ja im Gefängnis sein. Ich meine, du kriegst doch 3 Mahlzeiten am Tag. Das schafft ich zu Hause nicht immer. Gratis Prostata-Untersuchung. Ein warmes Bett? Schnüff. Gaudi, Mann, der Quiplash-Killer. Keine Punkte für Draga. And next, come up with a slogan for the Russian Tourism Board. Ein Slogan für Tourismus in Russland. Bist du gay, kriegst du Jail oder nur X im Leben im Roulette verlieren? Was? Achso, nur nix im Leben im Roulette. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Gaudimann verteilt hier die Punkte auf Leute. Gaudimann ist der Punktezar. Das Doppel-D oben rechts, das steht für Drager. Doppeldrager. Bist du gay, kriegst du Jail. Das hat natürlich gepasst zur letzten Frage, als wenn sie das gesehen hätte. Achso, einmal. Ah. Jetzt haben wir das. If you'd never heard the term great white shark, what might you call it when you saw one for the first time? Time to vote. Wenn du den Begriff weißer Hai noch nie gehört hättest, wie würdest du ihn benennen, wenn du ihn das erste Mal sehen würdest? Albino Sägezahn oder Björn der Beißer? Der Gaudimann ist versaut. Confirmed, das ist er wirklich. Ich kenne den schon ein bisschen länger. Und jetzt die nächste Frage. Wie sprecht ihr Brigitte aus Overwatch aus? Bruschetta. Björn der Beißer gewinnt. Njam, njam, njam. Da gibt's auch mal wieder Punkte für mich. Lang ist's her. Die Turbolocke will auch mal ein paar Punkte. Baguette. Next up. A bad reason to call 911. It's voting time. Ein schlechter Grund, den Notruf anzurufen. Mein Telefon geht nicht. Oder ich hatte einen schlimmen Traum. Mama. Mama-Notruf. Französisch. Oh, Brigitte. Oh. Oui, oui. Musst du mal Support? Heilst du uns? Gibst du Amor? Amore. Wir brauchen Amore, Brigitte. Ah, musst du geben? So, schauen wir mal. Schlechter Grund für den Notruf ist...
Unentschieden. Ja, nee, wir haben ja noch eine Audience. Das Telefon geht nicht. Ah, gerade noch so ein paar Punkte gekriegt hier. Ja. Französisch? Weiß ich nicht. Okay, next one. Brichitte. A reason to get into a fist fight with a koala bear. Vote on your devices. Ein Grund, mit einem Koala-Bären einen Faustkampf zu starten. Jetzt werde ich dich gefährden, Homer Simpson. Oder man will einmal gewinnen. Glaubst du wirklich, du kriegst einen Koala-Bär? Klein, das glaube ich nicht. Der macht dich fertig. Der ist Eukalyptus gedopt. Dann kommt der Apokalyptus-Schlag und der macht dich fertig. Der besiegt dich im Schlaf, ja. Jawohl. Round 2 is no more. Let's see the damage. Dann schauen wir mal. Wer führt jetzt? Oh, Sven, der hat richtig durchgelegt hier. Eine Runde ist noch. Wenn Sven jetzt unlustig ist, haben wir noch eine Chance. Sven, sei mal unlustig. One final chance to catch up. Point values are tripled and everyone gets the same prop this time. Ich sauge gerne. Wo ist nicht das Wohnzimmer? Your last lash prompt is the worst thing to find frozen in an ice cube. Das Schlimmste, was du eingefroren finden kannst. 45 Sekunden, alle haben die gleiche Frage. Haut rein. Apokalyptus schlagt deine Ernte. Und Sven ist immer unlustig, sagt Raga. Los, 4 Sekunden, Leute, ihr müsst antworten. Beeilt euch! Na, 2 Leute haben es nicht geschafft. Schade. Okay, soak it in. Dann sehen wir mal. Vote now. You get 3 votes this round to spread out any way you like or give them all to one answer. Das Schlimmste, was du eingefroren finden kannst, einen eingefrorenen Reinhard, Frozen CD, Jason Voorhees und Freddy Krüger, dein Heizkissen oder Eiswürfel. Dann schauen wir mal, Audience Vote ist raus. Ihr habt alle 3 Votes, nicht vergessen, ihr könnt auch mehrfach für irgendwas voten. Deins ist unlustiger, Draga. Ich war auch unlustig. Hier war, glaube ich, ja. Sven ist Audience. Weiß nicht, warum du Audience bist, keine Ahnung. Man sollte nicht zu oft raustappen, das macht das ein bisschen kaputt. Dann schauen wir mal. Jason Voorhees und Freddy Krüger hat 1 Vote. Und ein Audience Vote. 2 Votes. Nam, nam, nam. 12%. Ein Reinhard. Auch 12%. Dann schauen wir weiter. Dein Heizkissen hat 3 Votes. 18%. Die Frozen CD hat 5 Votes. Das sind 29%. Und Eiswürfel. Das war ganz lustig. Auch 5 Votes, 29%. Ja, aber wie das aussieht, hat wohl der Sven gewonnen. That's all. Now for the final scores. Jawohl! Sieg für Sven. Dann ehren wir nochmal die beste Antwort. Die beste Antwort war nämlich... Schwanger machen! Ich würde die Frage gerne nochmal sehen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wofür das war. Aber schwanger machen ist natürlich gut. Sven macht gerne Leute schwanger.
dann mach mal, aber nicht bei mir, bitte. Ja, gut. Gut, Gaudi, war schön, dass du dabei bist. Viel Spaß noch. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Wir schauen mal, machen wir jetzt erstmal kurz eine Pause. Also jetzt hier nicht joinen, der Raum wird nicht gespielt. Da braucht ihr nicht joinen. Genau, und dann schauen wir mal, was wir gleich machen. Ich bin sofort wieder für euch da, machen wir 5 Minuten Pause.